mal hinstellen und die Jungs feiern, wenn sie in Richtung Bühne marschieren. And gentlemen, an absolute legend into his 22nd World Championship, the Singapore swinger, Paul Lee! 63 Jahre der Mann, Freunde. Frage, das ist ein langer, langer Tag für Paul Lynn, ja, der schon am späten Nachmittag hier war, um sich warm zu werfen. Und jetzt musste er bis zu diesem letzten Match warten. Und da haben wir The Spider, Mark Webster aus Wales. Mark Webster gegen Paul Lim. Die beiden begrüßen sich kurz, haben jetzt noch jeder 9 Practice Darts und dann geht's rein. Wir atmen einmal kräftig durch. Das ist ja auch oben auf der Bühne so wichtig, wie wir heute gelernt haben. Und machen das exakt 25 Sekunden lang und sind dann bestens präpariert für diese letzte Partie an diesem Montagabend. Webster ist der BDO-Weltmeister aus dem Jahre 2008. Er kam dann zur PDC und war lange Zeit einer aus den Top 10. Der hat Premier League gespielt, der stand im WM-Halbfinale, aber kann an diese Ergebnisse in den letzten 3-4 Jahren inzwischen nicht mehr anknüpfen. Jetzt muss er ran gegen Paul Lim, der mal im Achtelfinale stand, der zum 10. Mal dabei ist, der eine Legende ist im asiatischen Raum, was Sachen E-Darts betrifft. Der Erste war, wir hatten das gesagt in der Vorrunde, der einen 9-Darter bei einer Weltmeisterschaft warf. Es ist übrigens bis heute der einzige 9-Darter, der bei der BDO geworfen wurde. Ja, zieh dir das rein. Ja. Unglaublich. 1990. Die Fernsehkameras liefen. Es war leider nicht live. Und er kommt mit 2 Trippeln Punkten um die Ecke. 100. Ja, bei Mark Webster haben wir uns eine Zeit lang auch über diese Dartitis Gedanken gemacht. Er fing immer mehr an, mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen und den Dart immer später loszulassen. Jetzt hier die ersten 3 Darts waren tipptopp. Hat sich wahrscheinlich da wieder rauswinden können, bevor es überhaupt erst ausgebrochen ist. Das ist auch eine gute Nachricht für die Fans von dem Spider. Oh, Dart 4, 5 und 6 direkt perfekt. Das muss sich doch gut anfühlen für den Spider. Mark Webster. Mark Webster, sagte eben, Halbfinale gespielt. Er war der Letzte, der das Spiel um Platz 3 bei einer WM gewinnen konnte 2010. Damals setzte er sich gegen Raymond van Barneveld durch. Man hatte das dann nochmal eingeführt, zum ersten Mal seit 98, also 11 Jahre später oder 12 Jahre später. Hat sich aber nicht durchgesetzt, weil man wirklich auch merkte, die Verlierer aus dem Halbfinale, die hatten nicht mehr richtig Bock, ja, dieses Spiel um Platz 3 zu spielen. Gerade ein Van Barneveld, der war 2007 noch Weltmeister, dann war es 2010, 3 Jahre später, da war er wirklich vorne mit dabei.
Er wollte das Finale spielen und nicht dieses Spiel um Platz 3. Man hat davon Abstand genommen. Ich habe den Eindruck, auch eine gute Entscheidung. Ja, das denke ich auch. Das macht keinen Sinn da jetzt um 3 und 4. Beide Dritter in den Ups, Ende. Das sollte die 11 sein. Ja, kleine Ungenauigkeit. Ja. 144 für Lim. Das wäre dann doch jetzt sehr überraschend, muss ich sagen, hier in dem Starter. Leck, ja, das ist dann doch etwas too much für den guten Paul. 109. Da sind wir bei 90 Rest. Also drei Breakdowns, Webster auf Tops. Und da ist er. Das ist Break. Und damit die 1-0-Führung. George Noble called diese Partie. 60. Der erste Slack vom Webster, 115 Punkte im Schnitt. Im vorsichtig unterwegs, aber guckt euch das an, diese Konzentrationsphase für den ersten Dart ist bei ihm so wichtig, dann kann er schön nachziehen und perfekt performen. Seine erste 180, die zweite in dieser Partie. 57. Normalerweise müsste das Mark Webster schon machen, aber er weiß, er ist gewarnt. Viel mehr Erfahrung als Paul Lim kannst du gar nicht an Hockey bringen. 90. Fahrplan für morgen. Wir haben es jetzt nur wirklich oft gesagt. Morgen ist Kevin Münch an der Reihe. Spielt die Vorrunde gegen Alexander Oreschkin aus Russland. Dann folgen John Henderson und Marco Kantele aus Finnland. Dann kommt der erste Auftritt von Barney, von Raymond van Barneveld, dem fünfmaligen Weltmeister. Bekommt es mit Richard North zu tun, jungen Engländer, der in diesem Jahr ein, zwei richtig gute Ergebnisse zustande brachte. Und dann Match Nummer 4, Jackpot, Adrian Lewis, eben gegen den Gewinner von Oreschkin und Münch, den Bochumer, der gut gewappnet, so scheint es, gut vorbereitet ist für seinen Auftritt im Alexandra Palace. Zwei Deutsche haben wir in diesem Jahr am Start. Die beiden Österreicher haben die erste Runde geschafft. Ja. Soran Lerchbacher, Mensur Suljovic. Doppel 8 für Mr. Lim. Oh, das wäre gleich wieder ein High-Finish gewesen. Und guckt euch an, wie heiß der Bursche ist. 63 Jahre und kein bisschen, keine Hand breit lässt der Luft. Er kämpft, fighter, kratzt und er macht jetzt hier sein Leck auf Doppel 8. Holland hält von Anfang an dagegen, zeigt natürlich damit auch Webster, dass er hier nicht vorhat, irgendwie rauszugehen, dass er gern das Match auch gewinnen würde. Sport1.de, wir sind jetzt ein paar Mal auch angefragt worden, wo findet man eigentlich den Turnierplan für diese Weltmeisterschaft, wo findet man die Ergebnisse, wo findet man Videos, all das auf sport1.de. Das ist eine wichtige Website, um diese WM auch wirklich gut und mit vielen Hintergrundinfos verfolgen zu können. 96. Bisschen wenig, 45 Punkte, Möglichkeit anzugreifen für Webster. Ja, nach diesem Auftakt-Leck ist Websters Average in den Keller geplumpst. Der ist jetzt hier bei 85 Punkten unterwegs. Das zweite Leck hat ihm überhaupt nicht gut getan. Da ging gar nichts bei Webster. Da war Lim dann direkt zur Stelle und hat seinen um 10 Punkte gepusht, sein Average. Und so steht das jetzt genau andersrum wie noch im Leck 1. Ganz irre, wie sich das hier gedreht hat. Und nun ist der Aggressor, der 63-jährige Singapur-Slinger, Paul Lim. Manchmal weiß ich nicht so genau, wie ich diese Frage verstehen soll, wenn uns Leute schreiben, wie kann ich eigentlich, was muss ich machen, um da mitzuspielen? Ob das eine ernst gemeinte Frage ist oder ob sie vielleicht unterschätzen, was die Herren hier leisten. Man kann sich qualifizieren über verschiedene Wege. Du bist entweder Top 32 der Welt oder du spielst so gut auf der Pro Tour in einem Jahr, dass du am Ende in der Pro Tour Rangliste so weit oben stehst, um hier am Start zu sein. Oder halt über die internationalen
Plätze. Wir haben das mit der Super League erlebt. Kevin Münch hat sich ja über die Super League, eine Turnierserie innerhalb Deutschlands, für die WM zu qualifizieren. Ich glaube einfach, wer es ernst meint, kann zum einen die Qualifying School. Genau. Da geht es um die Tourcards im nächsten Jahr. Man kann sie zum ersten Mal in Deutschland spielen, in Hildesheim, Mitte Januar. Die andere Möglichkeit ist, das Ganze in England zu tun. Da geht es darum, sich die Tourcard für 2 Jahre zu holen. Wer da Infos zu braucht, über die Homepage der PDC Europe, pdc-europe.tv. Dort gibt es auch die Infos natürlich zu all den großen European Tour Events. Wer in der Qualifikation an den Start gehen möchte, wer einfach Bock hat auf Tickets, weil er dabei sein möchte, pdc-europe.tv, genau die richtige Adresse. 2-1 liegt Webster vorne. Ein Leck noch und er hat Satz 1 in der Tasche. Ja, aber jetzt ist es gerade schwierig, im ersten Set mit Aufschlag auch durchzukommen. Alles Breaks bis jetzt, aber diesmal ist es ein Top-Start von Webster. Das wird dann doch schwierig für Paul Lim, da den Fuß zwischenzukriegen. Schwierig, nicht unmöglich. In den letzten beiden Jahren hat Webster die dritte Runde erreichen können bei der Weltmeisterschaft, sprich das Achtelfinale. Im letzten Jahr ist er gegen Daryl Gurney da ziemlich knapp gescheitert. Den wir also gerade noch gesehen haben. Ja, davor gegen Alan Norris. 2015 verlor er in der zweiten Runde gegen Phil The Power Taylor. Nochmal, dessen zweiter Auftritt gibt es am 23. abends. Dann wollen wir hoffen, dass er auch nach Weihnachten noch dabei ist. Also das wär mir ein Fest, ja, das wäre schön. Das muss man ganz klar festhalten. 59. Ein bisschen Fairy Tale, ein bisschen noch an das Wunder glauben, dass er noch seinen 17. Titel erreichen könnte. Wer macht das denn nicht gerne? Dribbel 17, oder? Dribbel 19, nee, er geht noch mal rum und will noch mal oben in die Dribbel 20 rein. Na, kommt auch. 161 ist ein Finish, ein Break. Möglich. Und Webster lässt ihm hier bis jetzt alle Freiheiten. Ja, tatsächlich. Sechster hat Zeit dafür, für Paul Lim hier auf 2-2 zu stellen. Dann hat er wieder den Vorteil, weil er die ungeraden Legs in dem ersten Set anfängt, mit Anwurf hier vielleicht das Set einzufahren. Jetzt schön stellen und dann ausschießen. 121. Da klopft er sich selber aus Bein. Der war ärgerlich. Mal gucken, was Webster macht, wohin der sich bringt. 168, 149 Rest. 130 bleiben stehen. Ist auch noch kein Selbstläufer, 130 Punkte. 116, ein Triple braucht er dafür. Hat er, 56 Rest, 16 für Tops. Tu es! Oh, unlucky. Kann Webster jetzt den Konter starten? 2 Triple 20er, Doppel 5 oder ein Triple für Bull dann am Ende. Aber ein Triple muss es sein. Und zwar jetzt. Zu spät. 90, ja, 30 Uhr am Ende. Aber ich glaube, Paul Lim wird sich diese Chance nicht entgehen lassen. Er weiß, wenn er jetzt hier so, sich so ein Set greifen kann, ganz gefährlich werden. Aber ins Hintertreffen darf er nicht geraten. Doppel. Noch zu weit ins Hintertreffen natürlich. 10. Ah, da macht er einen Schritt nach links, um da vorbeizukommen. Jetzt geht's hoch auf die Doppel 5. Ja. Schön rein. Viertes Leck, viertes Break. Wir haben das Entscheidungsleck in Satz 1. Und Paul Lim darf es beginnen. Und er beginnt es mit dem Probeschwung. Da ist die Tür weit auf für Webster. Nur 60 Punkte von Lim. Ein Triple. Aber auch Webster. Vielleicht nur mit einem. Ja. Also noch nicht aller Tage Abend. No 89.
das Maximum für Webster, dritte 180 in dieser Partie. Damit macht er natürlich einen dicken Satz nach vorne. 224 Rest. Wie sieht die Antwort von Lim aus? Er will noch einen zweiten Dart da reinbekommen. Er will vorne sein. Ah, und zieht da ein bisschen zu weit nach links. Wollte da in die linke Eck dieses Triple 20er Feldes rein. 204 Rest. 144 Rest. 124. Auch das ein Finish, für das du ein Triple brauchst. Die Fans bekommen Angst, dass sie bald hier die Tore schließen, dass sie den Laden dicht machen. Also, bitte bringt uns, schickt uns nicht nach Hause, lasst uns noch was trinken. Nur nicht nach Hause gehen. Kein Finish für den Singapore Slinger. Deshalb auch kein Wurf auf der Triple 18 von Mark Webster. Er stellt sich lieber in Ruhe. Doppel 12 hat dann 3 in der Hand. Und dann läuft's. Hat er bislang auch seine Doppel zu 100% getroffen. Zwei Versuche, zweimal versenkt. Orlim lässt sich 132 Rest, aber ich bezweifle, dass er noch mal ran darf. Webster auf Set. Doppel 6. Okay, Paul, dann tu es. Ist ja verrückt. Das 100% Doppelquote geht er da ran, ja, und macht 3 Fehlkarten. Und zwar relativ weit entfernt. Ja. Da war nicht einer richtig eng am Doppelfeld. Doppel 19 für Bull. Haben wir heute schon gesehen, das Finish. Ah, die 7. Genau im Winkel. Du. Ja. 40 bleiben stehen. Doppel 6 für Webster. Allmählich muss er. Jetzt weiß er es. Ja, und jetzt schafft er es. Mark Webster, ein umkämpfter erster Durchgang. Die Averages stehen bei um die 90, so bei beiden. Slim liegt knapp unter der 90. Und er hier wird froh sein, dass er diesen ersten Satz eingefahren hat. The Spider geht mit diesem 1:0 in die erste kleine Pause. Wir sind gleich zurück. Zuvor noch die Chance auf 200. Ganz großes Lob nochmal. Es sind so viele Tweets hier reingekommen mit dem Hashtag DartsWM. Es gibt sogar einige, die sagen, ich bin nur für den Trend zuständig. Der Trend is your friend. 140. Guter Stand vom Webster hier. Weites Set. Aber Paulim ist da, ist wach, nimmt den Kampf an und kontert wie ein Macho-Mann aus Singapur. Zweite 180. Paul. Ohoho, jetzt haben wir das schon wieder Musik drin. Schön. Man teilt euch die 180er auf und wirft einfach 140 aus. Wir nehmen die 9. Das ist die. 150. Ah. Synchron hier in diesem Anfangsleck des zweiten Sets mit 180, 140, alle beide. Und Mark Webster hört nicht auf, stellt sich nach 936 Rest. Das ist die Qualität, die wir lange nicht bei ihm gesehen haben, aber die eindeutig nachweisen kann. Was macht Paul Lim? Hat 1 Rest. Läuft dann noch ein Triple. Jetzt da. 80. Schade. Doppel 18 für Webster mit dem ersten Dart. Dann ist es ohnehin egal. Ja. 1-0 Führung für den Mann aus Wales. Den Dart. Zehn Darts und ein Gegner hat 80 Rest. Ein Wahnsinn. Was für ein Leck. 85. Bin ja gerade noch mal auf der Facebook-Seite. Einige Fragen überraschen schon. Warum nennt ihr immer nur einen deutschen Starter? Okay. Bin ich im. Ich weiß nicht. Haben wir die gleiche Sendung gesehen oder? Martin Schindler. Ich glaube, über den haben wir die ganze Zeit gesprochen, oder? Über Kevin Münd, ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht genau. Haben wir überhaupt, für einen der haben beiden wir überhaupt zwei deutsche Starter? Ich weiß es gar nicht. Doch, nee, ja, doch, soweit ich weiß schon. Es gab auf jeden Fall nie mehr als 3 deutsche Starter bei der WM. Das gab es aber dann doch einige Jahre lang.
Seit 2006 mischen deutsche Spieler bei der PDC-WM mit. Und wer waren die ersten beiden Deutschen? Ich weiß es. Der Seiler und der Welge. Wie bitte? Bremen. Yay! You're absolutely right. Und Mr. Paul Lim schraubt sein drittes Maximum ins Board und gibt nochmal ordentlich Feuer in Richtung Webster. Paul Lim hat ja auch schon in der Vorrunde 480er geworfen, also schon 7 in der Tash. Ja, an diesem 5. WM-Tag. 780er, 63 Jahre alt, Runde 1. Perfekt. Was für ein Auftritt von Paul Lim, da kannst du doch wirklich nur staunen. 36 Rest und dafür braucht der Kerl genau 12 Darts, um auf 36 Rest zu kommen. Könnte ein 13-Darter werden zum Kontor des 10-Darters von Mark Webster. Eine super Qualität der Spielleute. Eine super Qualität. Doppel 18. Paul. Jawohl. Schön. Paul Lim macht eigentlich das, wovon ja auch Taylor immer wieder mal spricht. Er hat nicht mehr ganz die Konstanz. Mhm. Er ist nicht mehr. Ne, Lim mit wunderbaren Legs. Dann wieder zwei, drei, die nicht ganz so gut sind. Ihm fehlt vielleicht die Konstanz, um dann auch Spieler von ganz vorne zu bezwingen. Aber immer wieder deutet er seine Klasse an. Und damit ist das auch kein einfaches Match für Webster. Ja, und ganz ehrlich, noch hat er das auch nicht gewonnen, der gute Webster. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Guckt euch das an, was hier im zweiten Average abgeht. Zweiten Satz, ja. Set Average. Set. 60. Nicht leck. Ich sehe das gerade. Set, nicht leck. Im zweiten Satz? Ja, sag ich ja. Set. Ich habe nicht was anderes gesagt. Warum sage ich dann Set? On your marks, get set, ready, 180, yeah, Mr. Lim! 132er Average in diesem zweiten Satz von Paul Lim. Es ist doch bekloppt. 63 Jahre ist der Mann alt. Unfassbar, ist das stark, was der hier anbietet. 187, ja, da hat er doch noch einen Triple 20er für. Ja, dann wollen wir noch eine Triple 17 für 16 Rest, Kollege. Oh, unlucky. Paul Lim, wie eine Maschine hier, wie am Schnürchen unterwegs in diesem Leck. Und auf Breakkurs. Viel, viel Gegenwind mir und Mark Webster. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet, dass so viel Dampf kommt. Die Chance. 2-1 zu erhöhen, noch eine 16. Ja, für die Doppel 16. Jawohl, klasse. Auch dieser zweite Dart genau richtig geworfen in Höhe der 8. Es ist egal, ob er die 8 oder die 16 trifft. Geht überhaupt kein Risiko ein, vielleicht in die 7 runter zu rutschen. Holt sich das dritte Leck, 2-1. Jetzt hat er die Chance auszugleichen. Lim. Lim. Ich hoffe auch, das zu hören, ja. Jetzt geht's los. Er hat auch in Frankfurt beim World Cup, hat er sie auch alle verzaubert. Sie haben ihn skandiert und auf den Tischen getanzt für Paul Lim. Er hat sie so perfekt entertained, das deutsche Publikum in Frankfurt. Und hier hat er wieder alle Herzen im Sturm erobert. Mit seinem Lächeln und mit seinem Stoßen sich zu weigern aufzugeben. Er haut immer wieder dagegen. Und hier macht er ein super zweites Set. Mal sehen, ob er es dann auch zu Ende bekommt. Schaut, die Frage von Lukas an dich. Ja. Wie lerne ich eigentlich am besten die Checkout-Wege? Abgucken bei den Jungs. Das ist hier perfektes Spielen zum Abgucken. Immer wieder siehst du 161 Rest, 67, 64 Rest. Wo fangen sie an? Welche Wege gehen sie? Also es ist der perfekte Sport zum Abgucken, imitieren, nachmachen, um die Scheu von dir wegzunehmen. Dass du Finisher hast, wie mit Bull zu starten oder mal auf Bull rauszukommen. Das muss dir einfach ins Blut übergehen. Und das kannst du nur durch Abgucken erlernen, aber dann auch konsequentes Nachmachen. Perfekter Sport dafür. Gibt keinen Ärger, schwör ich. Kommt kein Lehrer mit nur 5. Na, auch hier wieder. Bleib dran an Webster. Und er hat sich jetzt den Vorteil hier fast erkämpft. Jawohl, ab in den Finish-Bereich. Super, 116 Rest. 241.
zwei Triple will er haben. Also eins ist zwar da, aber das hilft nicht weiter. 63 Punkte für Lim. 123, den ersten in die Triple 1 und dann sofort korrigiert. 118 Rest. Er sitzt also Webster da im Nacken. Das sind 97, Triple 19 für die Doppel 20. Gut gespielt von Webster. Er rutscht ihm hoch. Und das müssen wir dem zutrauen, diese 118 Punkte. Auch wenn es bislang noch kein High Finish gab. Also noch kein Finish von über 100 Punkten in diesem Match. 98. Na, wenn denn jetzt das Timing passt, aber der zweite da passt nicht zu dem Timing. 78 über. 58. You require 40. Webster, Tops, Breakdown. Jawohl, passt. Jetzt hat er den Vorteil, sich das zweite Set zu greifen, weil er beginnt. Ganz wichtiges Leck, glaube ich, für Webster. Der merkt, dass die Luft dünn ist. Der merkt, dass Paul Lim sich ganz schwer abschütteln lässt. Der will jetzt hier das 2:0. Und dass Lim jetzt nochmal drei Sätze nacheinander gewinnt, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und der Start ist eigentlich genau richtig. Er will erstmal 500 Punkte gerade stehen haben. Und dann fängt er an zu scoren. Gerade 80 Rest. Und wenn noch Paul eine andere Idee hat. Er macht die 1 zum Schluss. Ach, schade. Ich war schon zu früh am Jubeln. Sorry zu Hause. Ich wollte keinen wecken. Hervorragend, wie der Mann hier unterwegs ist. Fast das fünfte Maximum ins Board gehämmert. Spitzendarts mit Paul Lim und Mark Webster. Wo kommen die Profis ihre Darts her? Also wenn es wirklich Topspieler sind, dann kriegen sie die frisch aus dem Werk. Das ist klar, sie haben Sponsorenverträge und spielen die Darts, mit denen sie dann auch Geld verdienen über Werbung. Häufig verdienen Spieler auch dann tatsächlich am Verkauf von Darts. Also je mehr Darts von deinem Set verkauft werden, du bist beteiligt dran, desto mehr Kohle nimmst du ein. Ja. Man kann sich vorstellen, für Spieler wie Van Gerven oder Taylor oder Peter White, gar keine so schlechte Idee. Die wollen noch eine 1,80 von ihm hören. Sehen. Was will ich denn? 191 Rest. Auch alle wieder hinsetzen. Es geht weiter. 91, aber die Chance mit dem Break hier erneut den Set anzugreifen. Oha, Mr. Webster wird etwas über nachdenken müssen gleich in dem Commercial Break. Wenn die 91 hier funktioniert für Lim. Jawohl, zwei Darts auf Tops, ich werde wahnsinnig. Der Mann kennt keine Sicherheitsschuhe. Stark. Oh, das Ding den ist kann der er anwerfen. Des Tages. Den kann er anwerfen. Ah. Und Webster will die 160 Punkte haben. Sein höchstes Finish war eine 40. Zwei Triple 20er, das geht jetzt schon schief. Und damit kommt Paul Lim ran und das muss er jetzt machen, der gute Paul Lim. Hat eine Doppelquote von 50%. Jetzt hat er drei Dinger in der Hand. Und jetzt hat er eine riesen Chance, hier in den Sätzen auszugleichen. Was für eine Möglichkeit, diese Partie eng fortzusetzen, umkämpft fortzusetzen. Mitten rein ist das klasse. Und dann auch noch diese Geste, diese Power vom Singapur Slinger. Paul Lim gleicht aus zum 1:1. 200.000 Euro winken für euch, für Sie zu Hause. Einfach noch mal schauen. Telefonnummer oder per SMS. Und 8 und es geht jetzt rein in Satz Nummer 3. Drei Sätze braucht man. Hier werden die Wettquoten noch mal eingeblendet. Da ist Webster weiterhin vorne. Halt auch so ein bisschen die Frage, ob die Kraft reicht. Also von der mentalen Kraft spreche ich jetzt. Damit, ob Lim das hier so durchziehen kann, wie wir das 26. bisher erleben. Wie schwer sind die Pfeile der Profis und welche Pfeile sollte man als Anfänger benutzen? Ich glaube, als Anfänger mit einem Gewicht so von 21, 22 Gramm zu starten, ist bestimmt kein Fehler. Die Spanne der Profis geht tatsächlich von 12 Gramm. Stephen Bunting bis 26 Gramm, das spielt Phil Taylor unter anderem.
Peter Wright hat sogar mal 27 Gramm Darts benutzt, aber nicht lange. Der hat gemerkt, dass er einfach da zu viel Kraft braucht, dass die auch dann abgestürzt sind. Irgendwann ist dann zurück auf 25 Gramm. Also am Ende heißt es ausprobieren, schauen, was einem liegt. Und dafür gibt es ja dann tatsächlich auch Fachgeschäfte, Dartshops, die ein Board hängen haben, wo du dich hinstellen kannst und einfach mal ein paar verschiedene Sets probieren kannst. Genau, aber nimm sie nicht alle mit, dann hast du die Entscheidung quasi, wie Peter Wright sie hat. Du kannst dich einfach nicht entscheiden. Genau das ist es nämlich. Der Junge rennt von Board zu, von Set zu Set zu Set zu Set und irgendwann wird es zu viel werden. Irgendwann wird er so eine kleine Krise bekommen, weil er einfach nicht mehr weiß, welches Set er benutzen soll. Aber Emma hat vollkommen recht. Rein in die Dartshops, austesten, was funktioniert bei meinem natürlichen Wurf. Du kannst den Dart mit, wunderbar mit X. Guckt euch an alleine, wie viele verschiedene Dartsets hier an der WM teilnehmen. Du kannst alles zusammenbasteln. Die fünfte 180 vom Singapur-Slinger. Er verhaut hier den Spider. Ich werd weich, Kollege. Auf geht's. 64 Rest für die 1-0-Führung in Set 3. Als sich gestern Jamie Lewis aus Wales übrigens, ein Landsmann von Mark Webster, als der sich gestern in die zweite Runde spielte, war er der Erste, der es aus der Vorrunde in die zweite Runde seit 4 Jahren geschafft hat. Mhm. Und Paul Lim ist auf einem guten Weg, sofort nachzuziehen. 4 Jahre lang hatte es das bei der Weltmeisterschaft nicht gegeben. Sascha Stein war übrigens der Letzte, der das hinbekam, 2014, mit seinem Sieg damals in der Vorrunde. Oha, der war jetzt aber richtig knapp an den Tops dran. Näher dran ist drin wahrscheinlich. Also Paul Lim ist gewarnt. Und er hat die Fans hier im Alley Pally jetzt hinter sich. Er geht tatsächlich in Führung. 1-1 in den Sätzen. Jetzt 1-0 Führung von Lim. Wenn alles nach Plan läuft, dann wird der hier diesen Satz auch nach Hause bringen. Denn er darf die ungeraden Legs holen. Und Webster, der wird sich auch denken, das darf doch nicht wahr sein. Ganz genau so. Also es ist ja nicht so, dass er hier irgendwie keine Chance hat, aber er kriegt wirklich einen Gegner, mit dem er nicht gerechnet hat. Da bin ich von überzeugt. Paul Lim, was für eine Ausnahmeerscheinung. Natürlich hat er ein Wahnsinnsjahr wieder mal hinter sich in Amerika in der Tour mit dem Edard. Was ich vorhin erwähnte, dass er da ja so ein kleiner Gottkönig ist. Das ist unglaublich, was da für ein Lobby und ein Hype um ihn ist. Weil auch die können das immer nur wieder staunend hinnehmen. 63 Jahre und kein bisschen leise sozusagen. Voll auf Randale gebürstet am Dartboard. Ein absoluter Fighter und ernstzunehmender Gegner. Guckt euch das an, wir sind auf Kurs Nummer 6. Oh, der passt nicht ganz. Mark Webster hat 380er schon ins Ziel gebracht. Lim auf Breakkurs mit einer 100, 140 ist er im Geschäft. Jetzt wird es Triple 19 oder 17 werden. Triple 17 wieder für 170. Mr. Lim hat einen Plan im Kopf. Und Mr. Webster muss 33, jawohl, 73 Rest. Abwarten, ob er noch mal ran darf. Dem Kerl hier traue ich heute Abend alles zu. Einfach alles. Das ist kein schlechter Erster da. Der ist wirklich einen Millimeter da unter dem dünnen Draht. 60 Punkte, 110 bleiben noch stehen. 73 für Webster. Doppelquote steht bei 45%, Doppel 8, ja, das ist gut, 1-1. Darf auch nicht hektisch werden, Mark Webster, muss cool bleiben, gelassen bleiben. Ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist unglaublich, er hämmert sie ein ums andere Mal auf eine Centgröße in diesem Winkelchen da in die Triple 20 rein. Fantastisch anzusehen, wie Paul Lim hier Darts lebt und performt. 63 Jahre, ich kann nicht aufhören, das zu sagen. Wieso kann ich nicht aufhören, das zu sagen? Hör auf, das zu sagen.
59. Überragender zweiter Satz von Paul Lim. Da spielt der Mann einen Average von 114 Punkten. Wahnsinn. 60. Jetzt ist Webster so ein bisschen vorne hier im dritten. Vier Pünktchen spielt am Ende keine Rolle. Da ist eher die Frage, wer trifft das Doppel, wer nutzt seine Chancen. Genau, und wer lässt sie liegen. Und das zweite Set ging ja auch über die volle Distanz. Es ist kein 3-0 oder so gewesen, sondern ein 3-2. Genauso wie das erste Set ein 3-2 war. Deswegen dieser Vergleich ist ja enorm nach der ersten Pause. Beide so einen Schuss gemacht und Paul Lim war mit richtig Vollgas. Wahnsinnig imponierend. Aber sie gehen tatsächlich im Gleichschritt. Wenn der eine besser wird, zieht der andere nach. Genau, ne? Das ist nicht so, dass der eine mal den ganz hohen Average da stehen hat und der andere ein Ausfall ist. Der ist doch schön, oder? Jetzt hat man sich schon fast dran gewöhnt, dass er den so super hinterherzieht, oder? 140, 102 Punkte bleiben stehen. Und Webster braucht auch zwei Triple, um überhaupt einen Finish zu haben. Ja, Nummer 1. Nummer 2, klasse. 160 Rest. Immer noch kein High Finish gesehen. 82. Bullseye? Ich weiß nicht. Oder Triple 14? Triple 14 wahrscheinlich. Nee. Bullseye, 17 für Tops. Und jetzt ein bisschen Magie und Mr. Webster kriegt ein wenig Selbstvertrauen. 160, jawohl, Nummer 1 sitzt, noch ein da rein. Da kam er nicht an seinem eigenen Dart vorbei. Ihr habt die Geräusche, habt ihr gehört. Schön angeschrubbt, aber nicht reingekriegt. 60 Rest. Tops für Singapur, für Paul Lim. Jawohl. 2-1. Ein Leck noch und die Jungs hier feiern Paul Lim, als gäbe es keinen Morgen. Hier der Maximum von Mark Webster. Heute 180 in diesem Spiel. Und es sind viele noch hier mit dabei. Mhm. Wir kennen das auch, dass sich einige auf den Weg machen, weil sie die U-Bahn noch bekommen wollen. Aber das will sich keiner entgehen lassen, was dieser Paul Lim hier macht. Das ist gut. 331 Rest. Er ist natürlich noch ein Stück weg von Mark Webster. Beide stehen sie bei dem 96er Average. Beide bei einer Doppelquote von um die 50%. 167, das zweithöchste Finish steht für Wales. Oh, fantastisch. Ein noch. Und der ärgert sich so herrlich. Das ist ein Wahnsinn, was der noch für eine Lust hat, hier Spiele zu spielen und zu gewinnen. Fantastisch. 47 für Webster. Stellt sich Tops und macht ein wirklich tolles Spiel. Also, 196 nicht zu checken. Deshalb, weil auch Webster mit diesem Weg, den er da eingeschlagen hat, wäre ja möglich gewesen, das Finish, aber lieber hier sich das Feld stellen, auf das du schon erfolgreich warst, mit dem du bislang kaum Probleme hast. Doppel 10. 2-2. Entscheidungsleck. Wieder ist es ein Entscheidungsleck. Die Jungs haben Lust. Die wollen schön lange das Ding sich reinziehen. Wir bleiben nach unserer Übertragung hier aus dem Ali Pelli einfach auf der Insel. Premier League Highlights. Ruud Hofmann freut sich, Ihnen diese Highlights präsentieren zu dürfen. Superman wird abgelöst von dem Super Singapore Slinger. Paul Lim wieder mit zwei Trippeln im Startmodus hier beim Deciding Leg im dritten Set. Hier, hör dir das an, Paul Lim. Paul Lims Party Army. Ich werd verrückt. Der Typ bringt sich hier alle aus dem Häuschen. Ist das Wahnsinn. Schöne Nummer.
Da ist die Tür auf für Webster. Da ist die Tür auf. Jetzt muss er da durch. Jetzt muss er in die Treppe rein. Und dieser 41 ist erst schlimm, wenn Webster eine gute Aufnahme spielt. Das bekommt er nicht hin. 58 Punkte, 350 Rest. Die könnte er theoretisch mit 6 Starts checken. 180 und 170. Aber die Fans feiern jeden guten Dart von Paul Lim. Ja! Sechste. Nummer 6. Bestmarke steht bei 7 übrigens in Runde 1. Und hier hätte es, wie Elmar gesagt hat, eigentlich 180 von Webster geben müssen. Der auf dem Weg der Trippelsuche wieder 93. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu wenig, was Webster scored. Paul Lim weiß, jetzt ist das Timing, jetzt muss das Leck her. Ganz, ganz großer Erfahrungsschatz, über den er verfügt. Und auch hier wieder perfekt umgesetzt, die Idee. Tops Rest, 3 frische in der Hand, das muss doch mein Set sein. Webster braucht immer noch ein Triple. Ah, hat noch keins, also bei 6 Darts sage ich, ja, das ist das Set für Paul Lim. Tops, soll es sein. Den macht er. Der dritte Satz geht an Paul Lim. Und die Zuschauer hier im Alley Pally, sie können es nicht ganz fassen, dass der Mann, dass diese Legende auf diesem Niveau nochmal Dart spielt. Everett steht bei 98 Punkten. Und er hat wirklich einen langen Tag hinter sich. Der ist seit 16 Uhr hier im Alley Pally und trainiert fleißig. Und ist drauf und dran, die Nummer 30 der Welt jetzt hier nochmal aus dem WM-Turnier zu boxen. Und es ist schön zu lesen. Der eine sagt, ich penne morgen in der Uni ein. Es ist mir egal, ich will sehen, wie das Match hier ausgeht. Der andere muss um 5.30 Uhr raus. Schlafen ist sowieso überbewertet. 100. Aber trotzdem, absolut bewundernswert, wie Mark Webster versucht, an seine Chance zu arbeiten, an seine Chance zu glauben. Und sich nicht so mitreißen lässt, wie wir alle hier von diesem Monsterspiel von Paul Lim, sondern versucht, seinen Weg zu gehen. Aller Ehrenwert, aber es ist einfach irre, sich dem zu entziehen. Das macht das keinen Sinn, das geht nicht. Du kannst da nicht von wegkommen. Was Paul Lim hier gerade abzieht, ist einfach begeisterungswürdig. Das ist nicht in Worte zu fassen, obwohl ich so viele kenne. Unfassbar. Paul ist so fire. Der hat sich hier 3.500 Herzen erobert, in seiner Art und Weise dieses Spiel zu rocken. Chapeau, mein Lieber, chapeau. So eine Karriere und immer noch die Party. Und die heißen Partygirls sind auch für ihn da. Ich hab's doch gewusst, Groupies. Überall. Und sie steht und tanzt immer noch. Sie ist mindestens so ausdauerfähig wie Paul Lim. Verrückt, wie er die Leute hier bezaubert. Wieder dieses tolle Timing runter in einen Zwei-Dart-Finish-Bereich. Zwingt Webster dazu, Perfektion zu zeigen. Dem haut der zweite Dart ab, kriegt kein Dart auf Doppel, lässt sich 24 Rest und kann nur hoffen, dass der in diesen Hoffnungsmodus verfällt. Ist ja der Wahnsinn. 80 Punkte für Mr. Lim. Probeschwung absolviert. Das wird heiß. Okay, zwei Darts auf Doppel 10. Er braucht lange für den ersten Dart, aber der ist schmutzig und gut. Doppelzehn zum 1:0, zum Break. Ja. Und er rennt nach vorne und holt die Darts aus dem Board raus. Bam, sagt er. Das fünfte Break für Mr. Lim in dieser Partie. Postet eben und sagt, es sind ja nicht nur diese 6 180er, die wir hier hatten. Es waren auch 4 in der Vorrunde. Ja, 10 180er in 23 Legs. Das ist Weltklasse. Das ist wirklich Weltklasse. Er ist noch nicht fertig, Freunde. Er ist noch nicht fertig. Er geht runter. Er hat Angst. Ja. Er hat Angst, dass der rausfällt. Oh, und er macht wieder perfekt. 177. Er macht es wieder perfekt. Der Mann scored. Als hätte er 1990 schon mal einen Neuner gespielt. Ja, der übrigens in der Vorrunde auch kam. Ja. Neben seinen 480ern hat er auch einen 177 abgefeuert. Und auch zum Starter. Danach war der vierte auch perfekt.
Hier diesmal nicht. Diese Weltmeisterschaft im Alexandra Palace, sie schreibt immer wieder besondere Geschichten. Und sie schreibt Geschichten, die du vorher nicht erahnen kannst. 99 Punkte. Ist das schwierig und kompliziert jetzt für Webster? Der hat die Fans gegen sich. Er ist nicht so richtig in Schwung. Ja. Er weiß, er kann es besser. Ist eigentlich einer mit einem guten Timing. Ist einer, der auch gern den Set-Modus spielt. Aber er kommt irgendwie nicht in den Mittelpunkt dieses Matches. Er kann den Takt nicht angeben. Das macht er hier. Mit all seiner Qualität, Routine und Treffsicherheit. 167 steht. Jetzt ist es gut von Webster. Zwei Triple. Wäre auf Kleinburg gegangen, wäre ein Finish für ihn drin gewesen. So gibt es kein Finish. 6 Darts Zeit für Paul Lim. War das eine gute Idee, Mark Webster? Ich frage dich ganz ernsthaft. Du stehst hier am Rande einer Niederlage und rechtest wieder keinen Millimeter. Ach, Bullseye für Paul Lim. Für 167 Punkte. Oh, ist ja egal, du kommst da nochmal ran. Mr. Webbs hat doch kein Interesse an dem Leg. Aber schau dir die Reaktion auch von ihm an. Er lacht was. Er kann selbst nicht glauben, was er hier für ein Niveau spielt. Ich meine, der ist am 100er Average dran. Hier, guck, was macht Webster mit der nächsten Aufnahme? 2 Triple, kann aber nicht auf Doppel werfen. Weil er? Oh, Mensch, Freunde. 13 für die Doppel 16. 45 insgesamt. Ja. 2 Darts auf der Doppel 16. Doppelquote steht bei 43%. Jeder zweite ist drin. Einen im Sinn und den hier drin. Oh, ja, da war er schon auf dem Weg nach vorne. Und es wird mucksmäuschen still hier. Yeah, unter den Fans. Der Anhang und sie leiden vor allem mit. Und jetzt gibt es sogar Buhrufe gegen Webster. Oh je, das ist hart. Das ist hart. Hat natürlich mit Webster persönlich nichts zu tun. Es geht einfach um diesen Kerl hier weiter zu erleben. Gar keine Frage. Paul grinst sich ein und sagt, ich habe noch eine Chance. Doppel 8. Und Peng! Und sie reißen die Arme hoch, als hätte Paul Lim die Weltmeisterschaft gewonnen. Wir sind tatsächlich noch nicht ganz so weit. Und er hat ein Dauergrinsen im Gesicht. Der genießt dieses Match in all seinen Zügen. Wie gesagt, Mark Webster, unheimlich schwierige Situationen hier zu überstehen. Kontert immer wieder toll, aber er bringt es halt nicht zu Ende. Er kriegt die Doppel nicht so gecheckt, wie Paul Lim es ihm hier vorlebt. Ein Wahnsinnsmatch von beiden. Und auch hier wieder Ausgleich. Advantage Webster diesmal. Hammerharte Party. Klasse Score. Ausgleich. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Unfassbar. 230 Punkte Rest. Und mit jeder dieser Aufnahmen von Lim wird es ein bisschen schwieriger für Mark Webster. Der trifft jetzt kein Triple, hat 60 geworfen und ein Finish stehen. Mirakulix. Hört ihr das an, Shorty? Ja. Lim. Wow. Feiern die den Kerl ab und er hat es verdient. Und sie feiern ihn mit einer Kreativität. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Song für Paul Lim, den sie hier rauszwitschern. 90 Punkte Rest. Das könnten jetzt gleich die letzte Aufnahme sein von Paul Lim, denn dann macht er das Match zu, wenn er 90 Punkte checkt. Triple 18, Doppel 18 wäre ein Weg. Triple 20, Doppel 15 wäre ein anderer Weg. Wofür entscheidet sich Lim? Er geht Doppel 15. Zwei Darts, zwei Matchstarts. Oh. Und das ist die einfache 15. Und er weiß es selbst. Nein. Er war halt so sicher oder er ist so sicher auf der Triple 20. Darum ist er da hochgegangen. Ja, ganz klar. Oh, komm schon, Freunde. 58 Rest, 18 für Tops zum 1:2. Jawohl, Mark Webster zeigt noch, dass er am Leben ist. Und er hat vollkommen recht, nicht auf diese Buhrufe reagieren. Mhm. Mach diesen Fehler nicht, mal umdrehen. Don't mess with the Puppen, ne? Ja. Das waren
die ersten Möglichkeiten für Lim, hier die zweite Runde zu spielen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ist die Luft raus? Oder geht es hier so rasant weiter? Auch für Webster, der muss ja noch ein bisschen längeren Weg gehen, um das hier aufzuholen. Fantastischer Start von ihm für auf dem Weg zum Break. Das ist jetzt die Hauptaufgabe. Sonst gehen hier die Lichter aus für ihn und seine WM. Immer noch diesen Monsterschnitt. Und wenn Lim, der hat jetzt hier ein 104er Average wieder im vierten Satz. Wenn Lim das gewinnen sollte, oder eben halt auch Webster, in Runde 2 wartet ein namhafter Mann. Hat in den letzten 3 Jahren hier das Finale gespielt und hat zweimal den Titel geholt. Gary Anderson. Mr. Scotsman, der Flying Scotsman. Ja, der Flying Scotsman. Wow, das wäre ja auch ein Schuss. Paul Lim gegen Gary Anderson. Wow. Wie das klingt alleine. Ja, sind sie alle sich klar, jetzt wird's eng. Der gute, gute Lauf, den Paul Lim da gelebt hat, den konnte er nicht ganz zu Ende bringen. Jetzt ist Webster Time. Wunderbar kommt er hier dazwischen. Er will das Break. Was ihm jetzt noch nicht ganz gelingt, ist der Finish-Bereich. Da könnte Lim jetzt nochmal einen Sprint machen. Der Kerl hat immerhin schon 680er im Feld gehabt. Er braucht 98 Punkte für ein Finish. Und ich habe heute auch schon mal die Frage gelesen, was macht eigentlich Redi Adams? Der hat mir gerade hier nochmal geschrieben und gesagt, ist das Wahnsinn, was der alte Herr hier spielt. Grüße, René. Hallo. The Cube ist also auch irgendwie mit dabei. Der Mann, der hier in Runde 1 fast mal Michael van Gerven weggehauen hätte. Super starker Übergang hier von Webster. Damit sollte dieses Leck klar sein für ihn. Und dann mit eigenem Schwung ab aufs Set. Was kann Lim noch für einen Druck entfachen? Eine schöne 180 würde nochmal leicht ein bisschen Nachdenken reinhacken in Webster. Finish steht. Möglich ist alles. 14 für Tops, für Webster. Der Webster macht das jetzt. Und ich sag dir, Shorty, und ich sag dir, das wird für Lim noch schwierig sein, dieses Match zuzumachen. Ja. Vielleicht ja jetzt. Ich habe so ein bisschen Sorge, der hat so einen Schwung eben gehabt. Der hat so genau viel Energie in seinem Spiel. Und irgendwann sackt das ab. Ja, ganz genau. Und dann hängst du da und musst kämpfen. 136. 76. 16. Webster hat Pressure. Doppel 10. Der starke Moment von The Spider. Hut ab vor dem Kerl gegen das Publikum und gegen diese Power. Was für ein Kerl. Hervorragend. Verbleiben. Das ist klasse Arbeit, die Mark Webster hier abliefert. Bei aller Liebe zu diesem verrückten Spiel. Und er hat es wirklich bislang hinbekommen, dass das Publikum nicht in seinen Kopf geht. Also, dass wenn du zu viel oder wenn du beginnst nachzudenken und dich ärgerst darüber, jetzt egal, ob du es zeigst oder nicht, wenn du anfängst nachzudenken, bist du eigentlich raus. Und man sieht das, Webster, wie er das hinbekommt, die Situation, dass das noch nicht passiert ist. Er blockt das alles aus, ihm ist es wurscht. Er konzentriert sich auf das Spiel, der beißt wirklich die Zähne zusammen. Er will in die zweite Runde, unbedingt. Viertes Set, vierte Decider. 85 Punkte. Zwei davon hat Lim perfekt gespielt. There's only one Paul Lim. The Limo Wonderland. Ist das ein Wahnsinnsfight dieser beiden. 100. Oh, da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke für den Singapur-Slinger. Da wird er alles geben, um da jetzt reinzubeißen. Da seht ihr das, wie der sich ärgert über den ersten Dart. Na komm, das hat er schon ein paar Mal gemacht aus der Triple 1. 66. Ja, 66, aber auch da lacht er. 40 Punkte ist er vorne. Jetzt noch 20. Jetzt ist Punktgleichstand. Im Entscheidungsleck dieses vierten Satzes. Wir erleben übrigens im vierten Satz zum vierten Mal ein Entscheidungsleck in dieser Partie. Unglaublich umkämpft. Und Lim spielt mit seinen Muskeln und zeigt, was er noch alles in sich hat.
Und das ist wirklich jede Menge. Schade, der letzte rutscht ihm weg, aber das ist wirklich jede Menge. Absolutes Top-Darts, Weltklasse-Niveau, was der Kerl noch im Ärmchen hat. Unfassbar, aber auch stark, wie Webster das macht, gegen alle sehr gut. Entscheidungen. Stellt sich hier 36 Rest, super. Gibt es jetzt das Highlight, das absolute Highlight, wo hier wahrscheinlich die Decke vielleicht wie wegfliegt von der West Hall? 151. Ich hätte doch nur an die ersten schnuppern wollen, wenn das erste Triple ist. Jetzt auch die 7. Dann zumindest ein Triple. Doppel 18 für Webster. Damit kann er offenbar umgehen. Ich glaube, die kann er als Bande benutzen. Jawohl, ja, das stark, macht er. Stark, Webster. Und holt sich Satz Nummer 4. Wir erleben einen entscheidenden fünften Satz. Könnt ihr zu Hause noch? Dürft ihr noch aufbleiben? Schickt euch jetzt die Mama ins Bett. Rebellion in deutschen Wohnzimmern. Ich gehe nicht ins Bett. Game on. Bewundernswert, was der Paul Lim hier performt und auch bewundernswert, wie Mark Webster damit umgeht und diesen Kampf annimmt. 59. Ja, einige hier auf Twitter regen sich über das Fanverhalten auf, weil sie Mark Webster ausbuhen. Im Darts ist der Fairplay-Gedanke wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Das sieht man ja häufig auch, wie sich die Spieler 92. im Normalfall in der Regel dann auch noch in die Augen schauen nach einem Match und dann wird sich herzlich gratuliert oder zumindest die Hand geschüttelt. 134. Aber so ist das halt auch im Sport. Man hat das bei anderen Sportarten ganz genauso. Und gerade hier in dieser Rolle. Und man muss schon sagen, Paul Lim ist natürlich der Underdog in diesem Duell mit einem Mark Webster. Ja. Und die Fans, sie stehen hinter ihm und sie hoffen mit ihm und wünschen dann halt Webster auch nicht unbedingt das entscheidende Doppel. 68. Naja, und als Profisportler musst du halt auch mal ein bisschen Buhen aushalten können. Das ist natürlich in einer Präzisionssportart ein anderes Geräusch, keine Frage. Aber am Ende, wenn du dir Webster anguckst, ist es für ihn einfach nur ein anderes Geräusch. Und er kann trotzdem auf seine Doppel in Ruhe feuern und trifft diese auch. Also das ist bewundernswert, da gibt es nichts. Ganz, ganz klasse Arbeit von Mark Webster, wie gesagt. Aber Lim, Paul Lim, haut mich hier wirklich um. Was für eine Partie, der hier abliefert. 149 Punkte sind es noch. Macht er das erste Set. Leck in dem fünften Set. So macht der Satz auch Sinn. Ja, und die Fußballfans, die hier auf die Highlights der Premier League warten. Ich glaube, sie haben auch ein Herz für Paul Lim. Und haben so ein bisschen Bock auf die Entscheidung in diesem Match. Ihr müsst auf jeden Fall so lange warten, liebe Leute, und ein bisschen Geduld beweisen. Aber nach diesem Satz geht es gleich zu den Premier League Highlights. Sagen auch nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten lang Tschüss. Also wirklich ganz ehrlich, sofort. Zack, Paul Lim, 289. 1-0. 21. Leck in dieser Partie. Sie haben nicht ein einziges ausgelassen bis jetzt. Nicht ein einziges hat dieser Kerl sich geschont. Nicht ein einziges. Das heißt, wir sind jetzt im 22. Leck. So sieht's aus. Dieses Matches. Es schreibt gerade einer, da legst du ihn nieder. Ja, ich leg mich mit. Das ist schon irre. Wirklich irre. Und wieder mit einem Triple. Immer einen Dart im Triple. Das ist die kleine Nadel, die Paul Lim da immer wieder rüberpiekt in Richtung Webster. Er hat immer einen Dart irgendwie gefühlt im Triple. Unglaublich. Und das war jetzt eine schlechte Aufnahme, ja, von Webster. In Season Leck, das er ja begonnen hat. 6 Darts und 416 Punkte Rest. Und Lim könnte sich jetzt absetzen. Hat immer wieder mal diesen Ausrutscher da in das Fünfer-Segment. Hör mal. Da kommt der nächste Song von Lim. Nein, das ist jetzt Nummer 5.
Nummer 5, verschiedene Anfeuerungssongs. Die Teletubbies zeigen sich so kreativ, wie wir sie selten gesehen haben. Schick. Ob da Steffen Freund wieder irgendwo, ich meine. Ich hatte so ein leichtes Blitzen in den Augen gesehen. 90. Wieder ein im Triple. Batsch. Aber diesmal Webster. Jetzt. Haut er 2 ins Triple, steht bei 180 Rest. Aber Lim hat die Möglichkeit, in den Finish-Bereich vorzudringen. Das kann auch Webster diese Breakchance nicht abwehren. Und er hat wieder diesen fantastischen ersten Dart im Triple. Oh, bitte, bitte, hör nicht auf. Gib mir das, die könnte siebte. Die siebte sein. Oh, schade. Aber was für ein tolles Finish. 114, deutlich einfacher als 154. Klasse Vorarbeit. Und Mr. Webster denkt, eine 1 ist jetzt eine prima Idee. 20 Punkte, guter letzter Dart, stark. Das macht 100 Rest, 114 für Lim. Irgendwie würde es aber auch in das Bild dieses Matches passen, wenn wir hier auch noch wirklich in diese Verlängerung gehen. Denn du brauchst ja im Entscheidungsset einen Vorsprung von 2 Legs. Doppel 20 für Paul Lim. Ja, und den macht er. Er checkt zum ersten Mal ein High-Finish. Es ist das erste High-Finish in dieser gesamten Partie. Und das zu diesem Zeitpunkt, zu einer 2-0-Führung in den Legs. Und Lim kann es jetzt machen. Jetzt braucht er noch ein Leg. Und er wird am liebsten noch ein Weilchen vor dem Board stehen bleiben, um sich diese Darts ganz genau anzuschauen. Er hat die Chance. Er hat die Chance, das jetzt hier ins Ziel zu bringen. Wieso plumpst mir da sofort der Satz von Barry Hearn in den Mund? Ja, I smell money. Jetzt geht's hier um richtig Moneten für Paul Lim. Den letzten auf Bull gefeuert. Ich finde es einen erstaunlichen Abend, Shorty. Mhm. Wenn wir bedenken, Gurney gegen Ronnie Heibrechts. Ich habe nicht mit diesem Niveau gerechnet. Was haben die uns im ersten Satz schwindlig gespielt? Absolut richtig. Und jetzt haben wir Webster gegen Paul Lim. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so ein Match bleiben würde, an das wir uns in den nächsten Jahren noch erinnern werden. Absolut. Und sagen werden, das war ein totales Highlight. Und Mansour mit dieser Dominanz, mit dieser Leichtigkeit über Kevin Painter und weggestiegen in Runde 2. Nur 2 Legs abgegeben. Also auch das imposant. Ohne große Anstrengung, muss man dazu sagen. Aber das hat sich Painter auch so ein bisschen anders ausgemalt. Oh. Wow. Oh Gott, oh Gott. Es wird Zeit, dass wir zu Ende kommen. Ich glaube, ja. Habe ich das gesagt? 100. Stabil, stark, konsequent, zieht seinen Weg durch. Ganz, ganz schlechte Nachrichten für Mark Webster. Es wird eng, Freund. Es wird richtig, richtig, richtig eng. Oh, kein Triple, Freunde. 6 Darts ab jetzt schon. Oh, Herr im Himmel. Das wird richtig, richtig eng für Mark Webster. Das sieht nach Paul Lim aus in Runde 2. Und er hatte ja schon Matchdarts. Kann man das jetzt auch wirklich zu Ende spielen? 59. Kein Triple. 59 Punkte, 167. Und wenn Webster jetzt nicht ein Triple trifft und er dann jetzt nicht noch eins trifft, hat er kein Finish. Bedeutet, Lim hat 6 Darts. Hat 2 Aufnahmen Zeit für diese 167 Punkte. Und wenn das nicht mal ein Zeichen ist, auch in Richtung Phil Taylor, dass ältere Männer hier noch ganz schön was reißen können. Nochmal Triple 20 für Tops. Jawohl. Das ist die einfache 20. 80 Rest. 80 Rest. Und ich glaube, es gibt nicht einen Score, den Webster jetzt werfen könnte, um Paul Lim zu erschrecken. Nicht einen einzigen Score. Es wird dir jetzt Volldampf geben. Okay, diese Buerei wird jetzt auch langsam ein bisschen albern, ganz ehrlich. Also. 80 Rest. Jetzt stehen sie alle auf. 60 Rest. Einen Dart gibt's auf die Doppel 20. Jawohl. Jetzt. Matchdart. Matchdart. Die Halle kocht. Ja, der ist drin! The roof is on fire! Paul Lim bezwingt Mark Webster! Ist das ein tolles Match von ihm gewesen? Und auch Anerkennung von Mark Webster. Das ist ein Sportsmann, der Mark Webster. Was für eine Leistung! Und Webster, wirklich, großer Verlierer. Jawohl. Große Anerkennung von ihm. Und auch George Noble sagt, Junge, das hast du klasse gemacht. Riesenauftritt von Paul Lim. Und der spielt jetzt in Runde 2 gegen den Flying Scotsman Gary Anders. Juhu!